Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Wir haben uns hier ins Gebiet der Raider geschlichen und wurden von Ghoulen überrascht. Mittlerweile schleichen wir hier wieder durch die Gegend. Gucken, was wir hier abgreifen können. Hier haben wir einen Einkaufskorb. Den brauchen wir nicht. Wir haben unten noch ein Terminal gesehen. Deswegen versuche ich mich mal wieder runterzuschleichen und mich ins Terminal zu hacken. Währenddessen die Raider hier wissen, dass etwas nicht stimmt. Das erknacke ich sicher nicht. Mist, wir müssen einen Punkt in Knacken setzen. Wie viel brauchen wir noch? Ups, das war falsch. Nein, muss mein Licht ausmachen. Okay, springen wir einfach mal rum. Skill-Tabelle, Y. Y halten war das, oder? Es gab einen Knopf, wo man direkt in die Skill-Tabelle konnte, aber ich weiß nicht mehr welcher. Wir sind kurz vor 7. Und wir brauchen ein Hacking-Skill. Wo finden wir den? Hacker. Dein Wissen über moderne Computerverschlüsselung ermöglicht es dir, fortschrittliche Terminals zu hacken. Dafür müssen wir auf Level 8 kommen, weil wir eine Initiative setzen müssen. Intelligenz meine ich natürlich. Initiative sage ich schon. Intelligenz. Und schleichen wir uns erstmal hier durch die Gegend und gucken, ob wir die Raider vielleicht überraschen können. Das Jet wird dich nervös machen. Ich schätze, sie hatte recht. Kämpfen da hinten gegen Ghoule. Und ich schau mal, vielleicht einen Raider überraschen kann. Oh oh. Nein! Okay, mein Hund macht sie schon platt. Sprechen da die Ghoule? Hündi, hast du sie platt gemacht? Ich glaube nicht, ne? Hat mein Hund sie alle platt gemacht? Wer bist du denn? Ich weiß, dass du hier bist. Bin ich hier? Oh Gott. Muss hier weg. Nein. Heilige Scheiße. Hat die da so eine Art Powerrüstung an? Was zum Teufel? Ist das einer dieser legendären Mobs? Holy shit. Okay. Verstecken. Vor mir. Das heißt... Die eine. Oh, wir wurden entdeckt. Was war das? Haben die uns gehört? Oh shit. Oh shit. Da ist jemand an einem Geschütz dran. Ich brauche eine Sniper oder so, ey. Okay, versuchen wir einfach mal ein bisschen zu reißen, indem wir hier reinlaufen. Da haben wir ja Ghoule gesehen. Die Erfahrung will ich mir nicht entgehen lassen, deswegen schieße ich mit drauf. Guckt euch meinen Hund an, der reißt das echt alles weg. Außer, dass ich ihn gerade 5-mal getroffen habe. Irgendwann wirst du nachladen müssen, Arschloch. Oh oh. Lauf doch! Okay. Hit and run, Freunde, hit and run! Die Rüstung will ich haben. Oh, du Scheiße, die ist schnell. Die ist schnell. Muss laufen. Siehst du das? Das nennt man Angst. Ich hab keine Angst vor dir. Siehst du das? Mach dich kaputt. Heilige Scheiße. Fat Man. Ich nehme erstmal alles mit. So kann ich die Rüstung nicht mitnehmen. Ich dachte, du bist eine Frau. Bist du eine Frau? So kann ich deine Rüstung nicht haben.
Wahrscheinlich nur den Helm bekommen. Okay. Erstmal regenerieren. Oh Gott, oh, was war das denn? Oh. Aufbereitetes Wasser werde ich bestimmt nicht nehmen. Geröstetes Majolöckfleisch. Hier, Red Kakerlake. Was habe ich denn da so Schönes bekommen? Das war mein Handy. Ich sollte es lautlos stellen. Also. Raider Power Helm. Du musst eine Powerrüstung tragen, um das ausrüsten zu können. Okay, das ist. Was zum Teufel? Die Schadenswerte. Nicht schlecht. Okay, wir haben aber einen Fatman bekommen. Aber keine Munition. Nicht schlecht. Wir sind aber überladen. Nur um 10, aber es reicht schon. Um uns stillzulegen. Das ist der Fatman und die Powerrüstung, ne? Fatman Gewicht 30. Powerrüstung 22. Wieso hat der hier kein Gewicht? Okay, der Helm hat schon mal kein Gewicht, aber wir haben einen Torso bekommen. Das ist ganz hilfreich. Den werden wir nachher mal installieren. Jetzt müssen wir aber gewichtlos werden. Schrotflinte will ich behalten. Geht das Spiel weiter? Wir müssen uns noch ein Stimpack reinziehen, ne? Weil wir verkrüppelt sind. Ich tue es zwar sehr ungern, aber. Komm. Scheiße, dass wir jetzt überladen sind. Da muss man doch irgendwas rauswerfen können. Irgendwas, was wir nicht brauchen. Ich meine, das meiste haben wir ja gegessen. Ich bin sowieso faszinierend, dass wir, wenn wir etwas essen, Gewicht verlieren, obwohl wir es einfach nur in unserem Magen tun. Gut, die Nahrungsmittel sind nicht wirklich schwer. Ach, Cockner der Barbar. Kann ich das? Ach, ich muss das vorher lesen. Oder was? Nee. Muss einfach nur bei mir tragen. Okay. Was werfe ich weg? Ach, die Wackelpuppe. Kann ich bestimmt irgendwo hin tun. Gewicht. Gewicht 3. Nein, den Kopf will ich nicht wegwerfen. Nicht den Kopf. Scheiß auf die Batterie. Scheiß auf das Leder. Ich bin immer noch überladen. Den Todeskrallenhandschuh werfe ich auch nicht. Ich muss das Zeug lagern irgendwo. Muss das bei mir in der Base lagern. Was werfe ich denn weg? Mann! Ich muss eine Waffe wegwerfen, ne? Gewicht 6,4. Gut, der Wert ist jetzt nicht so krass. Ich schleiche immer noch durch die Gegend. Und wo ist mein Hund? Ich hoffe, er ist nicht ganz tot. Bin wieder versteckt. Ich glaube, mein Hund kommt erst wieder, wenn die Gefahr quasi gebannt ist, so wie jetzt, dass ich versteckt bin. Dass er sich gleich erholt. Ich hoffe es zumindest. Sauber. Okay. Okay. Bin ich hier? Wir sind ja sowieso hier, ne? Dann lass uns mal schnell reisen. Mal ein paar Sachen ablegen. Ich komm wieder zurück. Versprochen. Aber erstmal nach Hause. Holy shit, was war das denn für ein Viech? Ein Polizeiroboter, wie cool! Ich find's so cool. Das Spiel ist awesome, Freunde. Das Spiel ist awesome. Ich kann verstehen, dass viele von euch das nicht gucken möchten, weil sie es selber spielen möchten. Aber irgendwann seid ihr wie voraus und dann könnt ihr es gucken. Ja, und habt ihr was gefunden? Hier? Was ist los, Kleiner? Zeig.
Zeig. Ach, ich hab so ein Ding. Cool. Egal, wir gehen erstmal in die Power-Rüstung. So. Raider. Torso. Ich seh. Ach so, das ist ein Zusatz. Aluminium brauche ich dafür, okay. Hä? Wollte ich das nicht aufrüsten? Modifizieren? Reparieren? Stahl? Ah, ich muss das reparieren, ah. Okay, ausrüsten. Ausrüsten. Wobei, mein Helm ist besser. Der Helm ist besser als der Raider-Helm. Nur ein Torso. Ich hatte vorher kein Torso. Oder? Doch, da. 200, 130, 300. Okay. Tolle Wurst. Aber wahrscheinlich sind das die Extras, die man noch einbauen kann. Modell B. Ach du Scheiße, was wir... Oh, wir brauchen alles mögliche an Rängen dafür. Oh Mann. Aber wir können das gerne alles mal reparieren. Nein, mein Gott, die Cup. Ich wollte das Ding zusammenbasteln. Traurig. Naja. Der Gatti Cup ist weg. Ich bin so traurig. Wie kann ich jetzt überladen sein? Wie kann ich denn jetzt überladen sein? Der Helm? Der Helm? Ach, jetzt wiegt plötzlich der Helm etwas, weil ich ihn repariert habe. Hier, oben. Du kannst doch so viel tragen. Hey. Handeln. Kannst auch eine Menge tragen, habe ich gehört. Trag doch mal das, alles, was ich nicht so mit mir trage. Gut, die Machete hätte ich vielleicht da lassen sollen. Was kann der Kleine alles tragen? Der Hund kann nicht mehr tragen, okay. Gut, wir nehmen alles mit, das war nur ein Test, wie viel er tragen kann. Ich möchte nämlich hier etwas bauen. So, Strukturen, Möbel, Dekoration, Energie, Schutz, Ressourcen, Läden. Strukturen. Sonstiges. Metall. Ah, Fertighaus, cool. Gelände? Wir können ein Haus bauen. Möbel. Behälter. Mir fehlt Stahl. Ach man, ich bin so blöd. Jetzt habe ich keinen Stahl mehr, ne? Bauen wir halt ein bisschen was auseinander. Also, du gibst mir bestimmt keinen Stahl, aber Gummi dafür. Du gibst mir Holz. Stahl. So, Behälter. Dass wir irgendwie mal irgendwo was transportieren können oder ablegen können. Ach Gott, ist nicht dein Ernst, ne? So, bevor wir alles irgendwann mal sortieren, packen wir erstmal hier alles rein. Pitman, wir haben sowieso keine Mini-Atombomben. Impro-Pistolen 15. Wenn wir hier Läden aufbauen,
dass jemand handeln kann, können wir die Sachen nämlich easy verkaufen. Minigun brauchen wir auch wieder Munition dafür. Das Gewehr kann weg. Die Pistole, Also, die Ehringe behalte ich natürlich. Und dann meinen ganzen Schrott rein. Nur das Vorkriegsgeld behalten wir. Okay. Halt, Moment, das ist meine Werkstatt. Naja, egal. Könnte sich überall etwas bauen, ne? Naja. Wobei hier ist es eigentlich perfekt, weil hier steht halt nichts. Hier kann ich Gebäude errichten und alles Mögliche. Aber gut. Das ist ein andermal. Da hätten wir hin müssen. Okay, zurück zum Super-Duper-Markt. Ich möchte da unbedingt noch rein. Ein bisschen was looten. Und dann gehen wir nämlich zur Quest. Lexington. Irgendwas war doch in Lexington, oder? Irgendwer hat mir gesagt, es soll nach Lexington. Die Frau meinte irgendwas mit Lexington. Eine Waffe aus Holz. Ich weiß nicht, ob die so viel standhält, aber gut. Und hat etwas gefunden. Kaliber, oh, danke. Ach, ich habe den bis hierher getrieben. Krass. Kann ich das Zeug wieder einsammeln? Hast du noch was gefunden? Leere Milchflasche. Na gut. Gehen wir in den Super-Duper-Mart, bevor wir zu den Raidern gehen. Jetzt werden wir unsere Munition verschleudern. Ist ein Symbol. Was das wohl bedeutet, Freunde? Aber da wir ja einen Super-Duper-Markt haben und wir schon mal das Ödlands Überlebenshandbuch kennen, müssen wir hier reingehen, um Ressourcen zu sammeln. Höchstwahrscheinlich wird hier nur irgendwo ein Roboter rumhängen. Oder ich kann einen Roboter aktivieren. Oh. Verbindungsstange. Wieso ist der Ghoul tot? Wie hole ich den raus? Kronkorken, Buffout. Nahrungsmittel, sauber. Wassermelonen? Ich kann Wassermelonen pflanzen. Wie viel Leben die auch haben. Ja, jetzt hast du keine Arbeit zum Zuschlagen, ne? Scheiße, oder? Das war ein Headshot. Doch zu rumzuzittern, das ist nicht nett. Ist alles voller von diesen Dingern, ne? Wie ich nicht getroffen habe. So kann ich den Roboter nicht reaktivieren. Irgendwo muss man ihn noch reaktivieren können. Ich hab noch einen dritten gesehen. Na, Hundi, alles gut? Gucken wir doch mal hier rein. Geschafft. Hör auf! Heilige! Ich wusste, dass du wiederkommst. Oh, das. Oh Gott, die stehen hier alle auf. Lass mein Hund in Ruhe. Ja.
Da ist noch mehr. Ich hab ihn gesehen. Scheiße, ich bin verkrüppelt. Nein! Nicht noch einer. Nicht noch einer. Okay, ich brauche einen Stimpact. Gehen langsam die Stimpacks aus. Gegrillte Red Kakerlake bringt mir sehr viel. Nein! Oh, da war noch einer. Heilige Scheiße. Okay. Wir müssen aufpassen hier. Wie kann ich den reaktivieren? Ah, jetzt hat er plötzlich Kronkorken. Muss einen Weg geben, ihn zu reaktivieren. Gegenüber Zombies. Ich weiß nicht, ob sie aufstehen. Doch, sie stehen darauf. Das ist zu laut. Soll mal kleiner vorsichtig sein. Wie reaktiviere ich den Typen? Kleiner, kannst du mir helfen? Shit, da wandert einer. Das war laut. Okay, wir verschanzen uns hier einfach. Scheiße, der Hund verrät mich, ne? Spachtel suchen? Noch eine U-Bahn-Marke. Wir wissen nicht mehr, was wir mit der anderen machen. Sei bitte nicht so laut, Kleiner, okay? Oh Mann. Wieso bist du nackt? Aber danke für die A-Klammer. Da hinten, wo wir reingegangen sind, da sind aber sehr, sehr viele. Und ich vermute mal, dass irgendwo da hinten der Computer aktiviert wird, der Roboter. Okay. Ich bin mutig. Ich gehe hier rein. Will den Stuff haben. Hab schon mehr als diese Viecher platt gemacht, ganz ehrlich. Wie schön. Man bedenke nur die Todeskralle. Noch ein Kürbis. Das Viech lebt, das weiß ich. So können wir herausfinden, dass sie leben. Ah. Schleichen wir uns hier weiter durch die Gegend. Das hat mir jetzt kein Stück weitergeholfen. Wenn wir sie alle aufwecken, sind wir im Arsch. Nice. Oh, die da hinten sind aufgewacht. Ah!
Kopf zermalmt. Okay. Ich glaube, so funktioniert das ganz gut, wenn wir uns hier durch die Gegend schleichen und nicht alle sofort aufwecken. Fusionskörper. Ah. So kriegt man also Fusionskerne. Das heißt, wir haben die unendlich? Ja, oder können wir später welche herstellen oder aufladen? Hier bei uns, da läuft gerade einer. Da gehen wir raus? Hä? Oh Mann. Ich will aber dich raus. Okay, immer mit der Ruhe, immer ein Stück für Stück weiter. Vorsicht. Na, da hinten, ne? Alles wird gut. Alles wird gut. Kronkorken, ja. Hund, lass mich vorbei, bitte, 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 schnell, 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 schnell. Sie dürfen mich doch nicht sehen. Was machen wir hier beide nur? Ja, scheiße, Mann. Jetzt wackelt hier alles. Oh Mann. Da hinten leuchtet eine Gegend. Sind sie alle tot? Zwei haben wir auf jeden Fall erwischt. Vorsicht, einer ist in der Nähe. Du aber nicht. Ja, nehme ich mit. Klasse. Scheiße, da kommt dann da reingeklettert, ne? Okay. Etwas bedrohlich, die Jungs. Dass die einfach mal reinklettern. Holzlöffel. Wow, das hat sich ja mal volle Kanne gelohnt. Mhm. Hier muss es irgendwas noch Besonderes geben. Irgendwas gibt es hier Besonderes. Ich muss es nur finden. Terminal. Willkommen bei Terminal von Rocco Industries, Sally. Aufgrund zahlreicher Kundenbeschwerden in den letzten Monaten informieren wir Sie mit schweren Herzens darüber, dass wir Sally entlassen mussten. Ihnen ist vielleicht außerdem aufgefallen, dass die neue Espressomaschine endlich da ist. Bis wir Platz in der Küche haben, wurde die Espressomaschine auf Sallys Schreibtisch montiert. Viel Spaß damit. Die Espressomaschine wurde ausgetauscht durch Sally. Wir wissen, dass viele Mitarbeiter wegen der lauten Klickgeräusche besorgt sind, die die Espressomaschine von sich gibt. Leider wird es noch 2 Wochen dauern, bis wir die Maschine austauschen können. Offenbar passt die bestellte industrielle Halterung nicht in unsere Küche. Wir suchen derzeit nach einem Unternehmen, das ein paar Wände einreißt, damit wir genug Platz für die Halterung haben. Wir bitten um ein wenig Geduld. Hä? Wände einreißen für eine Espressomaschine? Was ist das? Was ist das denn für eine Espressomaschine, bitte? Die ist ja gewalttätig. Ah, Malpinsel, klasse. Jetzt mal auf, den Lärm zu machen. Danke. Laborstation.
Ja, nichts wirklich Tolles. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Wieso ist hier ein Teddy eingesperrt? Und mit Fesseln? Angekettet? Okay, wir müssen nochmal zurückkommen. Aufstellbilderrahmen. Oh. Den will ich haben in meiner Butze. Oh. Du musst doch nicht gleich den Kampf verlieren, Bro. Ah, da hinten ist noch einer. Wir müssen als Experte hier wieder herkommen, ne? Hoch bist du! Schnell. Alter. Da hinten liegt auf jeden Fall noch einer. Möchte ich dich unbedingt aufwecken? Ich würde gerne Roboter aufwecken. Da gehen wir doch gerne rein. Okay, Freunde, wir haben also Vault 111 mit Meister und Super Duper Markt mit Expertschloss. Na komm. Das heißt, früher oder später werden wir hier wieder zurückkommen. Wer bist denn du? Minuteman. Wir haben Minuteman gefunden, okay. Erkennungsmarken. Ich hoffe, wir waren nicht zu laut. Gokok nehme ich sehr gerne. Ah, Munition. Fusionszellen, sauber. Oh, Fusionszellen, ja. Der Himmel auf Erden. Oh, Freunde, ich sehe gerade, dass wir bei 32 Minuten sind. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute von Fallout 4. Und sehen uns morgen wieder mit einer neuen Folge. Oh. Eine taktische Muskete. Red X. Haut rein, euer Zero.